Ja, hallo und schönen guten Tag. Ich bin's mal wieder, der Navigator. Hat ein bisschen gedauert, bis das nächste Video kam, aber ja, wir haben ja auch alle noch was anderes zu tun und es geht ja hier um Klasse statt Masse. Deswegen hoffe ich, die Zeit war nicht zu lang und ja, will mich heute hier mal mit der Cessna 152 befassen. Wir sehen hier das Cockpit, das ist so von den Eco-Klasse-Fliegern das, soll ich sagen, einfachste Cockpit-Layout, was wir finden können. Wie komme ich dazu, mich mit dem Flieger heute zu befassen? Ja, es gab da eine Anfrage von einem User hier auf YouTube, der sagte, ah ja, ich fliege hier ständig als FMC-Programmierer durch die Gegend und würde aber auch gerne mal ein bisschen mehr über das klassische Cockpit-Layout erfahren und wissen. Und da könnte man doch auch mal was machen. Und ich habe das zum Anlass genommen, einfach mal zu gucken, wie die Flieger, mit denen noch die meisten hier durch die Gegend fliegen, oder wie die beliebtesten Flieger so instrumentiert sind. Und ja, man muss sagen, es entspricht dem Stand der Technik und so ist es hier auch abgebildet. Die meisten Flieger haben hier ein Glascockpit. Also das ist natürlich hier bei der Cessna 172 das Garmin 1000. Ich sage mal ein bisschen despektierlich Mäusekino, also die schicken Bildschirme mit der ganzen Funktionalität, die es da so gibt. Und klar, bei den Airliners ist es sowieso heute überall fast Glascockpit. Aber das Schöne an so einem Flugsimulator zu Hause ist, man kann ja auch mal so ein bisschen ja, mit klassischeren Fliegern operieren, sich mal angucken, wie das vielleicht früher alles lief und wie die Flugschüler, ja, ich sag mal, noch vor 10 Jahren mit so einem Rundinstrumente-Cockpit, wie wir es hier in der Cessna 152 finden, klarkommen mussten. Also auch ich habe auf der 152er meine ersten fliegerischen Erlebnisse haben dürfen und es ist schon noch ein bisschen was anderes mit diesen Rundinstrumenten, oft auch despektierlich Eieruhrenladen genannt, klarzukommen als mit Glascockpit. Es hat Vor- und Nachteile, also beim Glascockpit haben halt viele Fluganfänger auch das Problem, dass einfach die Fülle der Informationen, die da so zur Verfügung gestellt werden, auch überfordern. Ja, hinzu kommt natürlich, klar, GPS ist immer schön, wenn ich weiß, wo ich bin, kann ich sein, wo ich will, sagt man ja in der Navigation. Und wenn ich im Prinzip so eine Karte habe, die mir jederzeit anzeigt, wo ich mich gerade befinde, ist es natürlich sehr komfortabel, aber ich kann sagen, man kann es auch anders machen. Man kann auch mit einer Karte auf dem Schoß und einem Kompass und einer Uhr ganz prima navigieren und dann eben mit Karten- und Geländevergleich kommt man da auch gut klar. Wenn wir uns hier mal umgucken, wir sind jetzt über Meer. Das ist natürlich immer nicht so ganz einfach da zu navigieren, aber wenn wir uns mal umgucken in der Außenansicht, dann sehen wir hier hinten eine Insel mit einer sehr charakteristischen Form. Also die deutschen Zuseher werden sie erkennen. Das ist natürlich Sylt hier. Von daher ist die Sichtflugnavigation schon erledigt. Und wenn ich das weiß, dass das Sylt ist, ja, und das mit der Karte vergleiche, gut, hier ist natürlich auch die Position jetzt eingezeichnet, aber dann weiß ich, wo ich bin. Aber das nur am Rande. So, jetzt muss ich mal aufpassen hier. Die große Challenge bei dem Video heute ist natürlich, als allererstes mal die Cessna 152 hier, die hat überhaupt gar keinen Autopiloten. Das heißt, ich muss hier von Hand fliegen. Wie ihr seht, habe ich den Flieger schon perfekt getrimmt. Man sollte hier ein bisschen aufpassen, dass man bei der Power, also ich sage mal, im Bereich von 2400 Umdrehungen bewegt, dann haben wir auch nicht so ein hohes Propellerdrehmoment. Dann muss ich die ständige Querruder dagegen arbeiten. Dann fliegt die eigentlich fast wie auf Schienen einigermaßen geradeaus mit leichten Korrekturen. Immer mal ein bisschen links oder rechts. Ich sehe ja, wenn der Horizont sich langsam anfängt zu neigen, dann muss ich mal ein bisschen Querruder geben. Ja, und dann ist das auch wieder okay. Ja, genau, also warum ich das Video mache, habe ich gesagt, es geht darum, hier mal ein bisschen die klassischen Rundinstrumente kennenzulernen und vielleicht mache ich dann im letzten Teil des Videos auch noch kurz einen kleinen Einschub zum Thema VOR-Navigation im Flug. Das ist ja für viele ein großes Mysterium, zu Recht, denn aus meiner Erfahrung als Fluglehrer kann ich sagen, auch für Flugschüler ist die Interpretation des VOR-Zeige auch gelegentlich ein großes Mysterium. Dazu muss man dann mal verstehen, wie das Gerät überhaupt funktioniert und dann wird es auch schnell klarer. Okay, ich verschwinde mal hier und wir konzentrieren uns mal aufs Cockpit. Denn es geht hier heute um die Instrumentierung der Cessna 172. Die Höhe, die ich jetzt fliege, also gut, ich wollte zwischen 2 und 2500
Fuß fliegen. Wir wollen jetzt hier auch heute für das Video, weil ich es auch von anfliegen muss, nicht zu kritisch sein, was das Höhehalten angeht. Also solange wir hier zwischen 2.000 und 2.500 Fuß liegen, ist das okay. Ansonsten versuchen wir natürlich, die geplante Höhe plus minus 100 Fuß auch sauber zu fliegen. Aber das vernachlässigen wir hier jetzt. Ich kann euch versichern, ich kann es, wenn es sein muss. Gut, gucken wir uns mal das Cockpit an. Es geht ja hier heute um die Rundinstrumente, die wir hier vor uns finden. Und da ist die Cessna 152 sehr rudimentär instrumentiert. Wir haben nicht viel. Das ist aber auch für einen Fluganfänger völlig in Ordnung. Weil mehr braucht man eigentlich nicht für einen Sichtflug, als wir hier haben. Im Prinzip können wir uns die zwei Instrumente hier noch wegdenken. Das sind ja die VOA-Anzeigegeräte hier für NAV 1 und NAV 2 Radio. Brauchen wir eigentlich auch nicht, wenn wir Sichtflug machen. Also von daher im Wesentlichen konzentrieren wir uns mal auf diese sechs Instrumente hier plus den Drehzahlmesser. Und ich sage noch kurz ein bisschen was zu den anderen hier. Ja, und fangen wir mal an bei den drei wichtigsten Instrumenten, die wir hier haben. Hier wäre als erstes mal der künstliche Horizont, den wir hier in schick in blau-braun sehen. Den brauchen wir im Sichtflug eigentlich auch nicht, denn wir haben ja richtigen Horizont, gerade über dem Meer. Sehen wir jetzt hier oben so ein bisschen verrauscht, aber wenn ich den Kopf mal hebe, dann wird der Kontrast deutlicher. Hier ist der Horizont, das ist die Horizontlinie. Und an der soll ich mich eigentlich im Sichtflug orientieren, aber als kleine Unterstützung habe ich natürlich hier den künstlichen Horizont. Ja, der funktioniert eben wie der reale Horizont. Wenn mein Flugzeugsymbol, hier das orangene Symbol, das Sie im Übrigen auch verschieben können, wenn das auf der Horizontlinie liegt, dann ist die Nase bei einer Pitch von 0 Grad und normalerweise fliegen diese Flieger dann auch relativ konstant die Höhe. Ja, das kann bei anderen größeren Fliegern und auch bei Airlinern mal anders sein. Da ist im Reiseflug die Pitch eigentlich tendenziell über dem Horizont, also bei 2,5 Grad oder so. Aber hier funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, wir sehen, ich kann ja mal eine leichte Kurve fliegen hier mit 30 Grad Bank. Wir drehen mal den Flieger auf 30 Grad, 10, 20, 30. Das ist dann schon so im Bereich Steilkurve. Ich muss natürlich beim Kurvenfliegen immer ein bisschen ziehen. Das ist jetzt eine Linkskurve, wenn ich die Höhe halte, so die Nadel auf dem Horizont halte. Und dann sehe ich, die Schräglage wird mir da auch angezeigt. Und wenn ich jetzt rausgucke, sehe ich auch, die echte Horizontlinie neigt sich natürlich um denselben Winkel. Ich fliege jetzt hier mal einen Vollkreis, ganz entspannt. Guck mal ein bisschen raus, da kommt Sylt ins Bild. Ich will dann wieder auf kurz von 180 ausrollen. So, das 30 Grad, mehr Schräglage ist, sagen wir, bei diesen Fliegern auch jetzt nicht erforderlich und auch selten ratsam. So, das war Norden, es ist ja mittags, also die Sonne kommt aus dem Süden. 30 Grad, man kann jetzt mal gucken, hier im Dreh- und Wendezeiger, den wir hier links unten sehen. Ist das eigentlich schon ein schnellerer Turn? Die Kurve ist koordiniert, der Ball hier ist ungefähr in der Mitte, da komme ich gleich noch zu. Ich rolle mal auf 180 Grad aus und dann haben wir das schon mal gesehen, wie das Instrument hier aussieht. So, jetzt muss man natürlich gucken, wenn ich langsam die Querlage reduziere, muss ich natürlich die Nase auch wieder ein bisschen runterdrücken, sonst steige ich beim Ausleiten der Kurve, das will ich ja auch nicht. So, 180 Grad hatte ich gesagt, also ein bisschen spät ausgeleitet. Aber so einfach ist das. So, und dann, wenn ich nichts anderes angefasst habe, nehme ich die Nase am Ende des Kurvenfluges wieder auf die Horizontlinie und ich sollte auch die Höhe halten. Ne? Ja, warum ist, Kopf mal ein bisschen runter, damit wir es besser sehen. Warum ist dieses Flugzeugsymbol verschiebbar? Das ist natürlich jetzt in einem zweidimensionalen Cockpit, wie wir es jetzt hier am Monitor sehen, natürlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber je nach Sitzposition und Körpergröße hat das Instrument einen leichten Parallaxenfehler, sprich dieses Flugzeugsymbol liegt ja etwas vor dieser Horizontkarte, die dahinter liegt, und das kann natürlich, wenn ich jetzt größer bin und der Sitz weiter vorne steht, oder kann es natürlich durch den Blickwinkel, mit dem ich auf das Instrument gucke, natürlich zur Abweichung kommen, und deswegen soll man am Boden, wenn der Flieger eben steht, seine Sitzposition einstellen und dann hier mit diesem Einstellrädchen das Flugzeugsymbol auf die Horizontlinie einstellen.
Ja, bei einem Bildschirm, also beim Garmin 1000, brauche ich das nicht, weil da gibt es halt keinen Parallaxenfehler, weil das ist eben auch nur zweidimensional. Aber hier, das ist im Prinzip ein dreidimensionales Instrument, kann das mal passieren. Ne? Das ist auch schon alles, was ich hier mit dem künstlichen Horizont machen kann. Die Frage ist natürlich immer, wie funktionieren diese Instrumente? Da gibt es im Prinzip zwei Wirkprinzipien für Instrumente. Einerseits die Kreiselprinzip, das andere sind barometrische Prinzipien. Was heißt Kreiselprinzip? Also ein Kreisel, der sich schnell dreht, hat die gute Eigenschaft, dass er die Lage im Raum behält. Und diese Eigenschaft macht man sich dann hier auch zunutze bei verschiedenen Instrumenten. Als da wären der künstliche Horizont, der Kurskreisel und der Dreh- und Wendeanzeiger. Ja, also diese Instrumente, die arbeiten nach dem Kreiselprinzip. Das heißt, da ist ein Kreisel in diesem Instrument, der dreht sich mit hoher Geschwindigkeit, und wenn ich das Flugzeug um diesen Kreisel drehe, behält der die Lage im Raum und bringt diese Lage eben über dieses Instrument zur Anzeige. Diese Kreisel, damit die sich drehen, müssen natürlich irgendwie angetrieben werden, nicht? Also es gibt ja so Brummkreisel, kennt man als Kinderspielzeug, die werden halt mechanisch aufgezogen und angetrieben und dann drehen die sich. Aber da ist natürlich irgendwann, wenn ich die einmal aufgezogen habe, ist natürlich die Drehung auch wieder beendet. Diese Kreisel hier müssen sich dauerhaft drehen. Das kann man entweder machen, indem man sie elektrisch antreibt, mit einem kleinen Elektromotor, oder mit Luftstrom, also mit einem Unterdruck. Wird im Prinzip Luft über diese Kreisel gesaugt, wie bei so einer Pusteblume, so wie bei einem Propeller. Und dieser Luftstrom versetzt den Kreisel in Drehung. Damit dieser Luftstrom fließt, muss ich aber eben, wie gesagt, ein Vakuum erzeugen oder einen Unterdruck, und dafür habe ich eine Vakuumpumpe, die hängt am Motor dran. Und ob die richtig funktioniert, zeigt mir hier dieses Instrument, wo Suction dran steht. Ja, also Suction heißt ja Unterdruck. Und diese Vakuumpumpe sorgt eben für den nötigen Unterdruck, dass dieser Luftstrom läuft. Deswegen sollte dieses Instrument im grünen Bereich sein. Ist es das nicht, kann es sein, dass die Kreisel, die mit Luft angetrieben werden, nicht richtig arbeiten. Normalerweise steht auf dem Kreisel auch drauf, wie er angetrieben wird. Also hier steht DC Elec, das heißt, der wird also mit Gleichstrom angetrieben. Hier steht nichts drauf, dann ist aber davon auszugehen, dass die mit Luft angetrieben werden. So ist es auch üblicherweise, aber oft steht auf dem Instrument noch irgendwo dann R. Ja, damit ich weiß, wenn die Vakuumpumpe ausfällt, welches Instrument funktioniert überhaupt noch. Ja. Also würde die ausfallen, würde eigentlich nur der Dreh- und Wendezeiger hier funktionieren, und die beiden Instrumente wären dann ausgefallen, was nichts macht bei Sichtflug. Wie gesagt, kann ich auch rausgucken, da habe ich einen Horizont, da brauche ich keinen künstlichen. Und den Kurs kann ich auch hier oben auf dem Schnapskompass ablesen. Ne? Also ich habe immer ein Backup. Der Dreh- und Wendeanzeiger, sollte mal die Elektrik ausfallen, der ist jetzt auch nicht so ganz kriegsentscheidend. Es ist auch nur dieses weiße Flugzeugsymbol hier, was am Kreisel hängt. Die Libelle hier unten, die ist rein mechanisch. Das ist eine Kugel, die in einem flüssigkeit gefüllten Röhrchen hin und her schwammelt. Komme ich ja gleich noch zu. Ja, ich guck mal, dass wir hier nicht zu weit. Man sieht, wenn man jetzt redet und sich nicht so sehr aufs Fliegen konzentriert, man driftet dann doch ein bisschen. Also ein bisschen Propellerdrehmoment ist natürlich da. Das sollte im Reiseflug eigentlich ausgeglichen werden mit einer Bügelkante, weil es gibt hier keine Quer- und Seitenrudertrimmung. Aber es gibt ein mechanisch verstellbares kleines Blech an der am Seitenruder. Damit kann man am Boden sozusagen so eine Seitenrudervorspannung reintrimmen. Wenn man also im Flug feststellt, irgendwie zieht der Flieger im Reiseflug zu einer Seite, dann kann man diese Bügelkante ein bisschen verbiegen. Ich weiß gar nicht, ob die hier dargestellt ist. Ich gucke mal. Ja. Das ist letztendlich dieses kleine Blech hier. Ne? Da kann man sozusagen so eine Seitenrudervortrimmung am Boden einstellen. In der Luft geht das natürlich nicht. Ne? Aber da sollte man auch immer vorsichtig dran rumbiegen und nicht zu viel, damit das Blech dann nicht ausleiert und dann nicht so riesige Momente womöglich wie im Flug überraschen. Ne? Immer vorsichtig dosiert. Wer mal real fliegen will, hier kann man natürlich da nicht dran rumbiegen. Gut, zurück zu unseren Instrumenten. Also das war der künstliche Horizont. Wir haben hier auch schon mal den
Vakuumpumpe, das Überwachungsinstrument angesprochen. Die Uhr brauche ich nicht ansprechen, die zeigt sie halt die Uhrzeit. Kommen wir hier zum Fahrtmesser. Der Fahrtmesser arbeitet barometrisch, also wir haben außen am Flieger zwei Drucksensoren, nämlich einmal das Pitot-Rohr, was wir hier sehen. Das misst den Staudruck, also das zeigt ja in den Fahrtwind. Staudruck ist im Prinzip das, was man erfährt, wenn man bei 200 Sachen auf der Autobahn Fensterscheibe runtermacht und die Hand raushält. Ja, da spüre ich eine Kraft, die umso größer ist, umso schneller ich fahre. Und das misst auch hier das Pitot-Rohr. Und dann gibt es noch einen Static Port. Gucken, ob wir den finden hier. Sehe ich jetzt nicht. Gut, ist außen am Flieger im Prinzip ein kleines Löchlein im Rumpf, das misst den Druck der unbewegten Luft, also den statischen Druck. Und so, mal kurz nur, dass wir hier nicht über 2500 Fuß fliegen. Kleinen Schlag die Nase runter drin. Und ja, und diese Drücke werden hier in verschiedenen Instrumenten verarbeitet. Der Fahrtmesser ermittelt im Prinzip die Differenz aus Staudruck und statischem Druck. Und aus dieser Differenz kann er die Geschwindigkeit sozusagen ableiten. Und das hier ist auch ein relativ einfaches Instrument. Warum hat er hier noch eine Skala in der Mitte? Es könnte Miles per Hour sein. Ja, ein relativ einfaches Instrument. Das zeigt mir hier die Fahrt in Knoten an. Airspeed in Knots. Also im Moment haben wir etwas über 100 Knoten. Aber das Instrument hat verschiedene farbliche Markierungen, auf die ich an der Stelle kurz eingehen will. Und zwar, wenn wir uns hier die Skala angucken, also beginnt hier mit der Nummer 40 und endet hier bei 160. Also hier wäre 40, 45, 50, 55, 60 und so weiter Knoten. Entschuldigung. Und verschiedene Bereiche sind unterschiedlich farblich markiert. Es fängt an mit hier diesem unscheinbaren weißen Bogen. Das ist der Bereich, in dem ich mit dem Flugzeug fliegen kann, mit Klappen in Landekonfiguration. Also bei voll ausgefahrenen Klappen kann ich dieses Flugzeug von etwas über 35 Knoten bis 85 Knoten bewegen. Also die Stall Speed ist hier, glaube ich, 36 oder 37 Knoten. Ich versuche mal wieder meinen Kurs ein bisschen aufzunehmen hier. So, wenn ich schneller fliegen will, muss ich die Klappen einfahren. Ansonsten kann es da zu mechanischen Beschädigungen kommen, denn das sind auch nur Bleche, die in der Luft hängen und an beweglichen Lagern aufgehängt sind. Diese ganzen Mechaniken, die vertragen natürlich nur einen bestimmten Druck. Das ist wie mit eurer Hand im Fahrtwind. Wenn ihr eine sehr große Hand habt, dann ist natürlich der Druck auch größer, die Kraft, die ihr da spürt. Und wenn ihr die Klappen voll ausfahrt, dann vergrößert ihr die Hand, auf Deutsch gesagt. Und das hat halt Belastungsgrenzen, die mechanisch bedingt sind. Kommen wir zum grünen Bogen. Also mit welcher Speed ihr welche Klappenstellung fahren könnt, steht im Flughandbuch irgendwo. Hier ist kein Plakat. Normalerweise manchmal hat man auch ein Plakat. Also Klappen 10 kann man... oder ist hier oben plakert? Nee. Klappen 10 kann man bei größeren Speeds noch fahren, also bei 100 Knoten so ungefähr. Aber dieser weiße Bogen bezieht sich halt auf Klappen in Landekonfiguration, also voll ausgefahrenen Klappen. Dann käme der grüne Bogen, das ist der Bereich, in dem ich das Luftfahrzeug mit eingefahrenen Klappen bewegen kann. Das heißt, das untere Ende vom grünen Bogen hier bei 40 Knoten ist die Stall Speed Clean Configuration. Clean heißt hier bei der 152er Klappen eingefahren, weil die hat keine Vorflügel, die hat auch keine Einziehfarbe. Ansonsten ist natürlich Clean immer Klappen und Slats eingefahren und Fahrgestell auch eingefahren. Ne? Aber hier bleiben die Räder immer draußen. Also Klappen 0 kann ich bis 40 Knoten fliegen. Darunter ist dann Stall. Ne? Im Horizontalflug. Wir wissen, der Stall-Speed steigt natürlich, wenn ich Kurven fliege oder am Höhenruder ziehe, weil die ist eine Funktion der Gehbelastung des Stall-Speed. Ne? So, und der grüne Bogen endet hier oben bei 110 Knoten. Also bis 110 Knoten kann ich in jeder
in jeder, ja, wie soll ich sagen, atmosphärischen Kondition fliegen. Also selbst in sehr turbulenter Luft und so weiter und so fort und volle Ruderausschläge kann ich bis 110 Knoten fliegen. Darüber fängt der gelbe Bereich an, den darf ich auch noch. Aber im gelben Bereich darf ich eben keine vollen Ruderausschläge mehr machen und es sollte auch nicht zu turbulent sein. Das ist sozusagen so ein Vorsichtsbereich. Das sind auch wieder mechanische Limits, damit ich die Zelle nicht überlaste. Und das heißt also, in den gelben Bereich sollte man nur einfliegen, in ruhiger Luft und nicht mit vollen Ruderausschlägen. Wobei man hier bei der Cessna 152 den gelben Bereich auch nicht erreicht, im Geradeausflug horizontal bei voller Leistung. Das erreiche ich also nur im Sinkflug. Und die rote Linie hier, die bei kurz vor 150 Knoten liegt, das ist VNE, V Never Exceed, also die Geschwindigkeit, die ich niemals überschreiten darf. Das ist also die zertifizierte Höchstgeschwindigkeit mit dem Flugzeug. Wenn ich darüber fliege, dann steht eben die Gefahr, dass es Schäden an Zelle und Tragwerk geben kann. Ja, ich glaube, hier drin, das könnte entweder die, das wird wahrscheinlich Geschwindigkeit in Miles per Hour sein. Das haben manche Flugzeuge, die haben doch eine Skala in Miles per Hour. Oder ist hier irgendwas einzustellen? Nee, das sagt doch nichts, ne? Manche haben auch noch eine TAS-Korrektur-Skala, da gibt es dann hier einen Knopf, da kann ich noch über Höhe und Außentemperatur die True Airspeed ermitteln, denn das Instrument zeigt ja nur eine Indicated Airspeed an und je höher ich fliege, umso dünner wird die Luft. Das kann aber das Instrument, weil es barometrisch arbeitet, nicht kompensieren. Das heißt, die wahre Geschwindigkeit durch die Luft nimmt im Vergleich zur angezeigten Geschwindigkeit durch die Luft zu, je höher ich fliege. Im Glascockpit haben wir den Vorteil, dass uns die TAS immer angezeigt wird und wenn ich einen GPS habe, wird mir auch gleich noch die Groundspeed angezeigt. Die Groundspeed wäre ja noch die TAS korrigiert um die Windkomponente, also wenn ich eine True Airspeed von 120 Knoten habe und 30 Knoten Gegenwind, käme ich natürlich auf eine Groundspeed von 90. Aber wir wollen es auch nicht zu akademisch werden lassen, es geht ja hier erstmal um eine Einweisung, sonst wird das wieder so ein ultra langes Video. Ne? Wir liegen jetzt schon bei 22 Minuten. Okay, ich nehme Fahrt auf. Aber Fahrt hatten wir jetzt gerade. Kommen wir mal hier zum Höhenmesser. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Instrument in der Luftfahrt. Der arbeitet barometrisch, der misst aber rein den statischen Druck, also den Druck der umgebenden Luft. Und da der mit zunehmender Höhe abnimmt, kann mir der Höhenmesser daraus die Höhe anzeigen. Ich muss ihm allerdings sagen, welchen Druck er denn am Meeresspiegel haben würde. Und dafür gibt es ja hier diese Einzelskala, die Altimeter Calibration. Wir haben hier zwei Skalen, einmal in Millibar und einmal in Inch HG. Das eine ist eine SI-Einheit, wie es in Europa und weiten Teilen der Welt verwendet wird, überwiegende Teil der Welt. Da wird der Luftdruck in Millibar gemessen, aber im Englischen, insbesondere in Nordamerika, aber auch, ich glaube, in Kanada. Nee, Kanada ist auch noch Millibar. Ne? Na egal. Also da wird jedenfalls in Inch HG, das ist Inches Quecksilbersäule, also das ist vom Barometer, ist da die Einheit für den Luftdruck. Deswegen gibt es zwei Fenster, einmal für Millibar und einmal für Inch HG. Meistens wird es das hier im Simulator in Inch HG irgendwo gemeldet. Ist halt ein amerikanisches Produkt, aber wenn es irgendwo in Millibar kommt, können wir es hier eben einstellen. Ne? Also das wären jetzt hier zum Beispiel 1015 Millibar und dann kann ich gleich sehen, das entspricht knapp 30 Inch HG. Ne? Jetzt mal wieder auf Standard. Gut. Im Moment sind die eingestellt 29,92. Das ist halt heute der Luftdruck, den ich im Setup eingestellt habe. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo ich bin. Kurz vor Helgoland, das ist gut. Mal sehen, ob wir es schon sehen. Da, Helgoland. Schön, ne? Rechts die Hauptinsel und links die Düne mit dem Airport. Gut, ich fliege mal ein bisschen auf Südostkurs, damit wir auch mal wieder Richtung Festland kommen. Also bei der Querlage. Und jetzt beachten wir mal das Instrument unten links, den Turn Coordinator. Wir haben jetzt da zwei Dinge, die wir sehen wollen. Ups, jetzt habe ich zu wenig gezogen. Also, hier, das soll reichen. Ich mache gleich nochmal eine Kurve, dann sehen wir es besser. Ja, zum Höhenmesser ist damit auch alles gesagt. Mehr kann ich da nicht machen und auch nicht ablesen. Achso, doch, natürlich die Zeiger. Klar, ist natürlich super,
Im Glascockpit kriege ich da so ein durchlaufendes Band, das mir immer die Höhe anzeigt. Hier habe ich drei Zeiger. Diesen hier mit dem Dreieck, den kurzen, der aussieht wie so ein Stundenzeiger auf der Uhr, und den langen, der aussieht wie ein Minutenzeiger auf der Uhr. So, fangen wir mal beim kurzen an. Der kurze hier, der zeigt mir die Höhe in 1000. Ja, also der steht jetzt hier zwischen 2 und 3, das heißt, wir sind über 2000, unter 3000 Fuß. Der Minutenzeiger hier, also der lange dünne, der lange etwas dickere, der zeigt die Höhe in 100. Das heißt, wir sind über 2, unter 3, und der steht auf, naja, hier ungefähr 350, ne? 2350 Fuß wären das dann jetzt. Und der ganz dünne hier mit dem Dreieck, der zeigt mir die Höhe in 10.000er. Da dürfte man mit der Cessna 152 Probleme haben, den überhaupt bis zu 1 zu kriegen. Also er steht deutlich unter 1, das heißt, wir haben jetzt nicht 12.000, sondern 2350 Fuß. Ja. Gut, und hier meine ich, wo das gestreifte Feld ist, wenn wir über 10.000 Fuß fliegen, dann poppt hier noch eine 1 auf für die 10.000er. Bin mir aber nicht sicher, ich probiere es jetzt auch nicht aus. Also ist schon etwas mehr Interpretation erforderlich bei diesem Gerät. Aber nochmal, wichtig ist, der dünne Dicke hier zeigt die 1000 an, der lange dünne oder der mitteldicke dünne, nein, der mitteldicke lange, Entschuldigung, zeigt die Höhe in 100 an. 340 oder was immer das ist hier, plus über 2000, also 2340 Fuß. Ja, kommen wir mal hier unten zu. Da haben wir noch das Variometer oder Vertical Speed Indicator oder wie auch immer man es nennen will. Das zeigt mir eben die Steig- bzw. Sinkrate in 100 Fuß pro Minute an. Also wenn der auf 5 steht, dann habe ich eine Steig- oder Sinkrate von 500 Fuß pro Minute. Ja. Dann 1000, 1500, 2000. Der arbeitet auch rein mit dem statischen Druck. Und ist jetzt aber auch kein kriegsentscheidendes Instrument für den Sichtflug. Ich kann auch die Höhe abfangen, indem ich einfach nur die, sagen wir mal, Veränderung des Höhenmessers mir angucke. Wenn ich den einfriere, also wenn ich den zum Stillstand bringe, dann habe ich die Höhe auch gehalten. Dann brauche ich eigentlich den hier nicht. Er gibt mir natürlich für einen koordinierten Sink- oder Steigflug einen guten Anhalt. Vor allen Dingen auch dafür, wie lange es jetzt ungefähr braucht, bis ich eine bestimmte Höhe erreiche. Denn wenn ich von 2 auf 4000 Fuß steigen will und ich tue das mit 500 Fuß pro Minute, dann brauche ich dafür logischerweise 4 Minuten. Denn 2000 durch 500 ist 4. Das ist ja manchmal auch ganz interessant zu wissen. Ja, zu den Luftdruckinstrumenten, also hier Fahrtmesser, Ölmesser, Variometer. Sollte mal der statische Port außen am Flieger kaputt sein, also die statische Druckabnahme, oder verstopft, was leicht passieren kann, wenn da zum Beispiel mal ein Insekt drin brütet oder so, gibt es hier immer noch den All Static Knob, ne? Wo ist er? Wo ist er? Den sollte es geben. Hat er sich hier versteckt? Cabin Heat. Ah, vielleicht gibt es den hier auch nicht. Eigentlich müsste es den geben. Das hier ist die Heizung. Gemisch, Throttle, Carburetor Heat. Ich gestehe, ich habe mich jetzt nicht ganz reingefuchst hier in das Cockpit vorher. Eigentlich müsste es einen Static Air Knopf geben, womit ich ein alternatives Static Port öffnen könnte. Na gut, egal, ist jetzt nicht so wichtig. Siehst du schon, haben wir wieder Querlage. Ich muss hier am Ball bleiben. Okay, also so viel zum Vertical Speed Indicator erstmal. Ja, hier der Kurskreisel, der sich jetzt gerade bewegt, weil ich versuche wieder auf die 135 zu kommen. Das wäre ja so ungefähr Kurs Südost Richtung Land. Das ist auch ein Kreiselinstrument und der zeigt mir im Prinzip die Richtung an. Und das Verfahren dazu ist wie folgt: Wenn ich am Boden stehe, auf der Runway, auf der ich abfliegen will, dann weiß ich ja die Richtung, in welche meine Runway zeigt. Die steht ja an der Karte und dann stelle ich hier mit diesem Knopf, stelle ich diese Richtung einfach an dem Kreisel an. Also diese Anzeigerose ist beweglich. Im Flug sollte man öfter mal gucken,
ob der Kreisel denn noch passt. Denn diese Kreiselinstrumente sind leider in der allgemeinen Luftfahrt nicht jetzt hochpräzise und mit extrem kleinen Toleranzen gefertigt, sondern die neigen dazu, mal Anzeigefehler zu haben. Das heißt, die driften weg. Ich weiß nicht, ob das hier im Simulator simuliert ist. Ich weiß, bei anderen Anbietern kann man Kreiseldrift simulieren, ausschalten. Aber die driften halt, je länger ich fliege, irgendwie weg. Und deswegen ist es mal sinnvoll, im unbeschleunigten Geradeausflug, also in einem Zustand so wie jetzt, wo ich geradeaus fliege, nicht schneller werde, nicht langsamer werde, nicht drehe, nicht steige, nicht sinke, mal auf den Kompass zu gucken. Der zeigt hier ungefähr 139 an, 140. Und dann das Instrument abzugleichen. Das passt jetzt aber hier. Ne? Also das wäre jetzt kurz vor 140. Oder ist jetzt 140. Und spätestens am Top of Descent sollte ich das ein letztes Mal machen, damit ich dann eben zur Landung auch da den richtigen Kurs hinterlegt habe. Denn das Problem beim Kompass hier oben ist, der hier, das ist ja im Prinzip so ein Magnetkompass, der schwimmt in so einer Flüssigkeit. Den hat auch jedes Flugzeug. Aber der zeigt eigentlich nur richtig an, wenn der Flieger unbeschleunigt geradeaus fliegt. In Kurven, im Steig- und Sinkflug, bei Beschleunigung, Verzögerung hat er halt einen Fehler. Und da ist natürlich so ein Kreiselinstrument wesentlich schöner. Ja, und jetzt sind wir fast durch mit den wesentlichen sechs hier. Jetzt kommt hier unten noch der Dreh- und Wendezeiger, der Turn Coordinator. Der zeigt mir, wie ich eine schöne 2 Minuten Vollkreis fliege. Also eigentlich sollen Standardkurven in der Luftfahrt immer so geflogen werden mit einer Drehrate von 3 Grad pro Sekunde. Das heißt, ich brauche für einen Vollkreis 120 Sekunden oder 2 Minuten. Deswegen steht hier auch drauf 2 Minute. Ja, und wenn ich das mal mache, dann gibt es zwei Dinge zu beachten. Erstens, für die Linkskurve muss ich dafür Sorge tragen, dass diese Tragflächenspitze hier links auf dem weißen Strich für L steht. Und gleichzeitig halte ich mit Seitenrudereinsatz die Libelle hier unten in der Mitte. Das heißt, wenn die Libelle auswandert, lautet der Merksatz Kick the Ball, sprich, wenn die Kugel nach rechts auswandert, muss ich ins rechte Seitenruder treten, wandert die Kugel nach links aus, ins linke. Ich versuche jetzt mal eine Steilkurve, ich hoffe, sie misslingt mir nicht total. Da haben wir nämlich dann mal die Situation, dass die Libelle mal auswandert und dann versuche ich anschließend einen 2-Minute-Coordinated-Turn. Also Steilkurve wäre jetzt hier 60 Grad, das müsste ungefähr da sein, da muss ich natürlich jetzt gleich kräftig ziehen, ne? Ich mache jetzt erstmal am Seitenruder gar nichts. So, jetzt muss ich natürlich kräftig ziehen, sonst geht die Nase so. Jetzt sind wir fast bei 60 Grad, dosiert am Höhenruder. Ja, ihr seht schon, das ist nicht so ganz einfach. Bei der Steilkurve geht natürlich die Speed auch weg. So, jetzt versuche ich die mal zu halten. So, die Libelle steht ein bisschen links, ne? Nicht überturnen jetzt. Jetzt drehe ich ein bisschen links ins Seitenruder. Und dann kommt sie auch wieder rein. So, jetzt nicht noch mehr als 60 Grad, das ist zu viel. So, das macht der Flieger natürlich eigentlich gerne. Ihr solltet auch keine 60 Grad Turns fliegen. Das ist natürlich auch sehr steil. Jetzt gehe ich mal wieder auf die 30 Grad Marke hier. Da muss ich fast gar nichts machen mit dem Seitenruder. Aber ihr seht, die Tragfläche in meinem Turn Koordinator ist deutlich außerhalb der weißen Markierung für das L. Also ich drehe hier wesentlich schneller als Standard-Turn. Ne? Jetzt nehme ich mal die Querlage weiter raus. Versuche dabei die Höhe zu halten. Langsam und sicher. So, jetzt kommen wir langsam in den Bereich. Jetzt muss ich natürlich Nase nachlassen und steigt die Flieger. So, jetzt sind wir im Bereich 2-Minute-Turn. Ne? Also bei einer Bank von etwa 15 Grad. Jetzt müsste der Flieger eigentlich 2 Minuten Vollkreis fliegen. Und ihr seht, an der Libelle muss ich gar nicht machen. Ich gebe jetzt keinen Seitenruder. Ja, dieses Flugzeugsymbol, das Weiße in dem Instrument, arbeitet auch an einem Kreisel. Und die Libelle ist, wie gesagt, einfach ein kleines Kügelchen, was in einer flüssig kreisgefüllten Röhre hin und her schwammt. Gut. Ich turn mal wieder auf Südkurs. Ist halt immer wichtig bei Turns, je größer die Bank, also je größer die Querlage, umso mehr muss ich auch am Höhenruder ziehen. Und
Schönsten wäre natürlich, wenn ich dann gleichzeitig auch noch ein bisschen Power nachsetze, damit die Speed bleibt. Aber da ich hier eh schon fast voll Power fliege, mache ich das jetzt hier mal nicht. Für die Demo ist es jetzt auch nicht nötig. Er holt ja die Speed auch schnell wieder auf. So, jetzt sind wir schon wieder bei unseren 100 Knoten. Ja, das wären im Prinzip die 6 wichtigen Instrumente hier, plus die Uhr, die Suction Pump hatte ich auch schon erklärt. Gucken wir nochmal ganz kurz nach unten hier. Da haben wir nicht viel. Wir haben die Fuel Quantity im linken und rechten Tank. Das ist bei Cessna immer eher so ein Good Guess als exakt bei diesen Instrumenten hier. Bei den elektronischen ist es natürlich besser. Aber wir sehen hier, die Tanks zeigen dreiviertel voll. Ne? Und wenn man mal näher ranguckt, ist das Pounds. Und unten ist Gallons. Die Skala. Aber man sollte eh wissen, wie viel in den Tank reinpasst. Und dann weiß man, dreiviertel entspricht x Litern. Da kann auch Kilo mal dran stehen im europäischen Bereich. Oder da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, wie die beschriftet sind. Ja, und dann hätten wir hier noch Öltemperatur und Öldruck. Die sollten eigentlich immer im grünen Bereich sein. Öltemperatur dürfte in Fahrenheit sein und der Druck in PSI. Oder weiß ich nicht, steht gar nichts dran. Aber da ist eigentlich letztendlich auch noch wichtig, egal wie die beschriftet sind, dass Öltemperatur und Druck im grünen Bereich sind. Wenn sie das nicht sind, dann sollte man zügig landen. Ansonsten besteht Gefahr, dass das Triebwerk ausfällt. Und die Segeleigenschaften der Cessna sind nicht so berühmt. Ja, damit hätten wir diese Instrumente mal abgebacken. Ja, machen wir den hier wieder an. Zoomen mal ein bisschen raus. Gucken mal, wo wir sind. Südlich von Helgoland. Gut. Ich hatte ja gesagt, ich will noch ganz kurz, jetzt gucken wir mal auf die Uhr, wie weit sind wir? 36 Minuten, ja. Schieben wir noch einen kleinen Passus zum Thema VOR rein. Dazu halte ich das Ganze mal kurz an und wir gucken uns mal ein Bild an. Ich hoffe, es kommt, ja. Da haben wir das Bild. Ja, VOR. Das VOR ist ein gerichtetes Drehfunkfeuer sozusagen, also ein Umlauf-VHF-Funkfeuer. Da steht also im Zentrum ein Sender, der sendet auf UKW, sendet ein Signal in alle Himmelsrichtungen und dieses Signal weiß, in welche Richtung es gesendet wird. Das funktioniert nach dem Prinzip der Phasenverschiebung, also eigentlich sendet der Sender zwei Signale, die phasenverschoben sind und die Phasenverschiebung entspricht immer der Himmelsrichtung, in die der Funkstrahl gesendet wird. Das heißt, aus Radial 90 ist zwei Signale um 90 Grad phasenverschoben. Dadurch weiß das Signal, in welche Richtung es geschickt wird und der Bordempfänger kann es eben auch identifizieren. Dabei gehen diese Funksignale immer vom Sender im Zentrum in die jeweilige Richtung. Also sprich, das Radial 90 oder 090 geht vom Sender in Himmelsrichtung Ost, Radial 110, 180, 230 und so weiter. Das bedingt aber, dass jedes Radial eben auch ein Gegenradial hat, die letztendlich in einer Linie liegen. Wir sehen das hier am Radial 50, das geht vom Sender in Richtung 50 und 180 Grad drauf wäre das Radial 230, das geht vom Sender in Richtung 230. Wenn ich jetzt von hier unten links komme und auf dem Radial 230 zum Sender fliege, fliege ich irgendwann über den Sender und fliege weiter in Richtung, also ich würde ja hier mit Kurs 50 zum Sender fliegen und wenn ich dann weiter fliege, fliege ich weiter mit Kurs 50 vom Sender weg. Ja. Und was passiert an meinem Gerät? An meinem Gerät passiert letztendlich nur, dass das Gerät registriert, der Kollege zum Radial 230 auf Radial 50 gewechselt, also er hat den Sender überflogen und dazu gibt es dann eine kleine Anzeige im Gerät selber, die mir das dann mitteilt und das gucken wir uns gleich mal an. Woher weiß ich im Flug, auf welchem Radial ich bin? Ja, schauen wir uns gleich mal an. Ich gehe hier mal wieder in den Flug. So, da sind wir wieder im Flieger. Und ja, jetzt wollen wir uns das mit dem VOR mal praktisch angucken. Für die VOR-Navigation haben wir jetzt zwei Instrumente. Hier oben und hier unten. Für die zwei NAV-Funkgeräte, die wir haben. Hier ist NAV 1 hier oben und hier ist NAV 2.
Und die Übung zum Thema VR-Navigation mache ich mit dem Helgoland VR. Wir sind jetzt ja hier südlich von Helgoland. Das VR steht hier am Platz, hat die Kennung Delta Hotel Echo, wenn man nah genug reinzoomt. Sieht man das auch? Frequenz kriege ich hier leider nicht aus der Karte. Die habe ich mir vorher rausgesucht. Die ist für Helgoland 116,3. Jetzt stellen wir uns die hier mal ein. 116,3. Erste Ding ist, haben wir überhaupt ein Signal? Das erkennt man daran, dass hier im NAV-Display, also in der Anzeige für die VR-Navigation, diese grüne NAV-Leuchte leuchtet und hier auch eine TU-Flagge ist. Also da kann entweder eine TU oder eine FROM-Flagge sein, komme ich gleich zu. Ich schalte es, die Frequenz nochmal raus, dann sehen wir, die Flagge verschwindet, die Nadel zentriert sich und auch das grüne NAV-Licht geht aus, also die Frequenz aktiv. Zeigt mir grünes NAV-Licht, das heißt, ich habe hier einen Empfang und ich habe eine TU-Flagge und meine Nadel schlägt auch aus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn ich jetzt noch wissen will, ob es das richtige VOA ist, könnte ich hier NAV1 auf laut stellen. So, und wenn ich ganz genau hingehört habe, habe ich einen Morsecode im Hintergrund gehört. Das ist der Morsecode Delta Hotel Echo. Das heißt, wir haben das richtige VOR getuned. Keine Sorge, man muss jetzt nicht das gesamte Morse-Alphabet auswendig können. In der Luftfahrtkarte würde der Morsecode für Delta Hotel Echo unter dem VOR auch mit aufgedruckt sein, sodass man einfach nur die kurzen und die langen Töne vergleichen muss. Ja, gut. Erste Frage, ich fliege ja hier südlich von Helgoland, wenn ich mir das jetzt mal auf der Karte angucke, hier steht die Station am Platz, das ist ja dieses Sechseck hier, und hier ist mein Flieger. Ich würde also sagen, ich muss auch im Radial grob Kardinalrichtung Süd sein, also genau 180 wäre er hier, also irgendwie Radial 200 irgendwo da. So, wie kann ich mir das aber genauer, wie kann ich das genauer rausfinden? Das ist relativ einfach. Ich drehe hier an dem Omni Bearing Selector, dafür steht OBS, der dreht dann diese Kompassrose in dem Gerät. Die drehe ich jetzt so lange, bis da eine FROM-Flagge auftaucht. Wenn man näher ranzoome, sieht man hier FROM. Und die Nadel zentriert ist. Ja, und glaube ich gar nicht so schlecht. Also es sind jetzt 201 Grad, also ich werfe Radial 201. Da ich jetzt aber ja Heading 225 fliege hier, ja, ich drifte immer ein bisschen mehr, weil ich natürlich ohne Autopilot hier mit der Aufmerksamkeit dann nicht immer bei Wings Level bin. Aber da ich ja nicht genau den Heading fliege, den ich jetzt hier eingestellt habe, wird natürlich dieses Nadel rausdriften, weil ich fliege ja nicht auf den VOR Outbound. Ja? Also ich kann dann nachführen und wüsste dann, jetzt bin ich auf dem Radial 202 und so weiter und so fort. Ja, es muss auch eine FROM-Flagge stehen. So, jetzt drehen wir die Rose mal um 180 Grad. Ihr seht also, der Ablagezeiger wandert aus. Der Maximalausschlag ist hier auf 2, 4, 6, 8, 10 Grad. Und irgendwann kommt er aber wieder. Ihr seht, die Flagge ist auf TU gefallen. So, und wenn ich genau einmal 180 Grad drum bin, gut, jetzt bin ich halt von dem Radial hier ein Stück weggeflogen, wenn ich den Kurs 24 einstelle, die Nadel wieder in die Mitte. Was bedeutet das jetzt für mich? Mein Gerät sagt mir jetzt, wenn du den Kurs 024, den ich hier jetzt unter diesem gelben Ablesemarker eingedreht habe, fliegst und die Nadel zentriert hältst, dann kommst du zum VOR. Deswegen auch TU. Und vorher stand da FROM, da hat er mir gesagt, den Kurs, den du hier eingestellt hast, dann fliegst du exakt das Radial vom VOR weg, outbound. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt also auf dem kürzesten Weg zum Helgoland VOR, dann stelle ich mir hier am OBS, drehe ich so lange, bis die Nadel zentriert ist,
und da To steht. Und dann fliege ich einfach den Kurs, der hier unter dem Pfeil steht. Also wäre ja ungefähr 0 zu 4. Ich drehe mal nach rechts, um diesen Kurs zu fliegen. Natürlich muss man ein bisschen Höhenruder immer beim Turn geben, also Nadel am, Nase am Horizont halten, keine Höhe verlieren. So, während ich jetzt turne, fliege ich natürlich vom Radial runter, das heißt, die Nadel wandert weiter aus. Das heißt, um das Radial inbound zu fliegen mit dem Kurs, den ich eingestellt habe, muss ich jetzt ein bisschen übersteuern, also größer als 026 oder was ich jetzt eingestellt habe. Ich steuere mal Kurs 40 und versuche die Nadel wieder zu zentrieren. So, Kurs 40. Höhenruder nachlassen. Fliegen wir wieder Level. So, und jetzt müsste die Nadel, also das ist ein Kommandogerät, das heißt, dein geplantes Radial, das zu erreichen, musst du ein bisschen rechts vom Sollkurs steuern. Der Sollkurs wäre 026. Ich muss ein bisschen rechts steuern, also steuere ich etwas größer, also 40, wobei jetzt bin ich ein bisschen überdreht, bin ich bei 45, ist aber okay. Und wenn die Nadel wieder zentriert ist, dann steuere ich den Sollkurs, den ich hier eingestellt habe, 026, dann würde ich zum Viewer fliegen. Das Radial, das ich dann fliege, ist das 206 Inbound, das ist also 180 Grad verdreht, denn ich befinde mich ja südlicher von der Station. Oder ich kann es auch anders sagen, wenn hier To steht, gibt es mir die Peilung zur Station. Und wenn hier From steht, gibt es mir die Peilung von der Station. Also hier steht jetzt To, das heißt von meinem Flugzeug zur Station ist die Peilung 026. Das heißt, wenn ich die fliege, komme ich genau hin. So, jetzt läuft das ein. Fliege ich 026. Ich habe hier heute auch keinen Wind. Das ist natürlich immer zu berücksichtigen. Der Wind kann mich natürlich immer ein bisschen verblasen. Aber das machen wir dann vielleicht mal im Advanced-Kurs. So, und dann fliege ich 026 und dann sollte ich die Nadel schön zentriert halten. Und wenn ich so weiter fliege, komme ich irgendwann beim Helgoland Viewer raus. Ne? Ja, habe ich die Nadel fast zentriert. Wie gesagt, ein Dot Abweichung, also hier der Kreis ist der erste Dot, während 2 Grad, 4, 6, 8, 10 Grad, das ist die maximale Abweichung, die das Gerät anzeigt. Ne? Darüber hinaus steht die Nadel dann am Anschlag, dann weiß ich nicht mehr genau, wie weit ich eigentlich von meinem Radial weg bin. So, wenn ich das mal auf der Karte gucke, kommt das auch ungefähr in Kurs 026 zur Station. Ich bin aber auf dem Radial 206, weil das Radial, wie vorhin gesagt, geht ja immer vom Sender strahlenförmig in die jeweilige Himmelsrichtung, so ist es auch benannt. Das passt ja auch, ne? Wenn ich jetzt hier beim Sender stehe, virtuell, und gucke in Richtung 206, sehe ich hier mein Flugzeug auf den Sender zufliegen. Man kann es auch anders formulieren, um rauszufinden, auf welchem Radial ich mich befinde. Ja, zentriere ich einfach durch Drehen am OBS hier diese Nadel. Und wenn da To steht, ist das Radial, auf dem ich fliege, hier unten abzulesen. Und wenn da From steht, ist das Radial, auf dem ich fliege, hier oben abzulesen. Aber wie gesagt, in den korrekten Funkpeilbegriffen würde ich sagen, wenn hier To steht, ist das die Peilung vom Flugzeug zur Station. Die ist jetzt 026 und wenn ich jetzt hier drehe, wäre das die Peilung von der Station zum Flugzeug, die ich hier oben ablese und die wäre dann 206. Also genau um 180 Grad gedreht. Das Problem ist jetzt, funktioniert das Gerät spiegelverkehrt, wenn ich zur Station fliege. Ja, wenn die Nadel jetzt also nach rechts auswandert, ich aber zur Station hin will und hier steht aber eine From-Flagge und die Nadel wandert nach rechts aus, dann müsste ich eigentlich nach links korrigieren. Weil er glaubt ja, ich will von der Station wegfliegen. Ja. Deswegen sollte man sich das immer so einstellen. Also Viewer-Navigation, erste wäre immer der Blick auf die Karte, dann sehe ich, okay, die Station ist ungefähr Richtung Nord, ja, das heißt, ich kann hier schon mal grob die Rose auf Nord stellen. So, dann habe ich eine To-Flagge, dann drehe ich so lange, bis die Nadel zentriert ist. Also, dann weiß ich, mit welchem Kurs ich am kürzesten Weg zur Station komme. Das wäre jetzt hier 026. So, ich bin natürlich wieder wahnsinnig gedriftet, weil ich quatsche und fliege gleichzeitig. Ohne Autopilot geht das nicht gut. Ne?
Radial, auf dem ich befinde, ist aber immer noch das Radial 206. Ja. Jetzt war es ja früher so, dass diese Luftstraßen, auch gerade für die Instrumenten, für den Instrumentenflug, die waren vor den GPS-Zeiten, waren die halt durch Funknavigationshilfen definiert. Das waren dann NDVs oder VORs. Und der Vorteil ist halt, die Luftstraße mag jetzt über das Helgoland VOR gehen, geht zum Helgoland VOR auf Kurs, den wir jetzt haben, 026, und dahinter weiter, dann brauche ich eigentlich nichts machen, ja. Also auch weiter mit Kurs 026. Denn wenn ich über die Station rüberfliege, passiert eigentlich gar nichts, außer dass diese Flagge hier von Tour of Rome umschlägt und ich dann weiter meinen Kurs 026 fliege, aber den dann eben von der Station weg. Ich würde dann aufs Radial 026 wechseln, logischerweise. Denn wenn ich das Radial 206 inbound fliege bis zur Station und über die Station drüber fliege, dann würde ich natürlich auf ein anderes Radial wechseln, weil das Radial 206 endet ja an der Station. Und sein Gegenradial wäre dann 026. Und da würde einfach hier die To-Flagge zur From-Flagge werden. Ich könnte auch mit dem Kurs 026 weiterfliegen. Deswegen ist das so gemacht. Ja. Ja, ich kann nur empfehlen, es gibt da natürlich auch lange und ausführliche Videos auf YouTube oder anderswo im Netz, wo man wirklich über die Technik hinter dem VOR-Sender noch mehr lernen kann und aber auch über VOR-Navigation. Da gibt es auch so kleine Tools, wo man sein Flugzeug in Relation zu einem VOR positionieren kann und dann sehen kann, wie verändert sich die Anzeige. Wichtig ist immer, dieses Gerät hier, das weiß nicht, in welche Richtung mein Flugzeug zeigt, ja, also in welche Richtung ich gerade fliege, sondern es ist also, zeigt mir nicht an, ob ich den Kurs auch eingenommen habe, den ich eigentlich fliegen will. Es zeigt mir nur an, mit welchem Kurs ich wohin kommen würde. Dafür, dass ich den auch richtig fliege, bin ich noch selbst verantwortlich. Ja? Also da muss ich dann entsprechend steuern. Ja, und da vorne ist auch schon wieder Helgoland. Ich hätte jetzt gerne auch noch mal kurz das NDB bei der Arbeit gezeigt hier, aber irgendwie habe ich es noch nicht rausgefunden, obwohl das Gerät eingeschaltet ist, die richtige Frequenz getuned ist. Für Nordholz zeigt die Nadel nichts an. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Ich muss mich da vielleicht noch mal in die Cessna 152 vertiefen. Aber grundsätzlich ist zu sagen, NDB funktioniert im Prinzip wie ein Leuchtfeuer. Ne? Das sendet einfach ein Funksignal in eine Richtung. Und wenn ich es richtig getuned habe, dann zeigt die Nadel zur Station. Ja, und wenn ich dann meinen Flieger so bewege, dass die Nadel in Flugrichtung zeigt, fliege ich halt zur Station hin. Und wie gesagt, der Unterschied, mal unabhängig vom Frequenzband, in dem das Ganze arbeitet, zum VOR ist halt, beim VOR weiß ich, kann ich mir unmittelbar die Peilung hier erdrehen. Das kann ich da auch, wenn ich meinen Kurs weiß. Beim NDB, aber hier kann ich es direkt im Gerät ablesen, die Peilung zur Station und von der Station. Das ist schon relativ komfortabel. Ne? Ja. Gut, wenn jetzt jemand der geneigten Zuschauerschaft sagt, ich hätte da gerne noch mal eine sehr ausführliche Sitzung zum Thema VOR-Navigation, dann können wir das sicherlich auch noch mal in einem gesonderten Video machen, aber es würde hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und es soll ja auch nicht immer so ultra lang werden. Und damit das auch nicht passiert, spare ich euch jetzt auch die Landung. Wir haben jetzt viel über die Instrumentierung hier gehört. In der klassischen Rundinstrumente-Ausstattung soll mal ein Einstieg oder vielleicht auch eine Wiederholung für die sein, die sich dafür interessieren. Wer das alles schon kennt, hat bis hier wahrscheinlich nicht geguckt. Wer darüber mehr wissen will, schreibt gerne Kommentare, vielleicht mache ich dann auch nochmal ein weiteres Video dazu, je nachdem, wie gut das ankommt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit und probiert es mal aus. Es ist halt eher das klassische Fliegen und ich finde den Begriff FMC-Programmierer oder Mäusekeeper-Flieger, der ist sehr despektierlich. Es ist halt der Lauf der Zeit, dass man sich das Leben leichter macht mit dem Fortschreiten der Technik, indem man GPS-Navigation integriert und. Das macht es auch leichter und damit natürlich auch sicherer. Denn ein Problem beim Fliegen ist immer, die Aufmerksamkeit immer
zum richtigen Moment an der richtigen Stelle zu haben. Und wenn man natürlich wirklich nur mit Karte und Kompass navigiert, geht natürlich eine Menge Aufmerksamkeit auf Sichtnavigation drauf. Das fällt natürlich bei GPS-Geräten oder wenn man hier so eine nette VFA-Karte hier hat, wie hier, wenn man sie einfach einblenden lassen kann und immer weiß, wo man ist. Ja? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, in der Ausbildung hatte ich diesen Luxus nicht und da kriegt man schon manchmal feuchte Flecken unter dem Arm, weil man sich gerade nicht so ganz sicher ist, wo bin ich. Wobei in Norddeutschland ist es nicht ganz so schwer, da gibt es große Flüsse und irgendwann kommt die Küste, da findet man sich schnell wieder zurecht. Aber es gibt eben auch Gegenden, da sind nicht so markante Geländeorientierungspunkte und da kann die Sichtnavigation schon eine Challenge sein, ohne GPS, logischerweise. Aber es ist machbar. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, sagt es ruhig weiter. Wenn nicht, schreibt unten in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Bis dahin verbleibe ich mit viel Spaß und frohe Ostern, euer Navigator. Danke.